Leute, es ist soweit. Wir starten heute mit dem Gang & Friends Server in Minecraft. Die nächsten Tage werde ich mit meinen Freunden im Minecraft Survival Modus super viele Abenteuer erleben. Dabei sind einige Freunde von mir, zum Beispiel Bart, den ich von allen natürlich am liebsten mag, was auch sonst. Und wir haben viele coole Mods installiert. Und jeder wird ganz tolle Sachen bauen und es wird alles supidupi. Und ja, freut euch auf die kommenden Videos auf dem Kanal. Ich habe einfach die ersten 20 Minuten, in denen ich voll hyped war, kein Mikrofon angehabt. So richtig. Okay, wir können, glaube ich, raufgehen. Ich kann es einfach nicht fassen. Es ist Tag 1 Gang & Friends Minecraft Server. Ey, bist du hyped? Hallo? Bist du hyped? Gang & Friends Minecraft Server. Ey, hier ist eine Katze! Hier ist eine Katze! Hier ist ein Otter! Es ist ein Seeotter! Ich sag euch mal kurz, welche Mods wir drin haben. Wir haben Tombstone. Das heißt, wenn wir sterben, kommt ein Grab, in das wir zurückgehen können und unsere Sachen holen können. Dann haben wir eine Mod, die heißt Traveler's Backpack. Da will ich gar nicht zu viel zu sagen. Ihr wisst, was ein Backpack ist. Dann haben wir noch Waystones. Damit kann man teleportieren. Ach ja, und dann haben wir Critters und Companions. Und durch diese Mod hat man ein bisschen mehr Tiere und so. Wer hat hier... Oh Gott, Alter. Ist das eklig. Das fängt jetzt schon an. Das fängt jetzt schon an, dass die ich glaube, ich würde tatsächlich hier einfach bauen. Ah! Oh mein Gott! Hilfe! Hilfe, ich werde angegriffen! Tim, magst du mal ganz kurz den Leuten sagen, ob das ein Langzeitprojekt wird? Das wird ein Langzeitprojekt eigentlich. Ein, zwei Monate, hoffe ich doch. Ich erzähle euch gleich noch meinen Plan, okay? Was ich bauen möchte. Ich habe ein bestimmtes Thema. Na, ich bin zu spät dran. Ich habe gerade Tim mitgefragt. I'm good. Ich habe gerade Tim mitgefragt, wie er meine neue Frisur findet. Hot. Wie findest du sie, Tim? Oh. Hast du das gerade gesagt? Hot. Ach, Tim hat Leute, hot gesagt. Ihr schmeichelt mir aber. Jetzt fehlt nur noch Lukas, Alumi und Oh, ich glaube, er hat einen Krieger. Ja, nee. Ihm geht's nicht so gut. Ihm geht's halt nicht so gut. Ich spinne! Ich bin tot! Wir spielen bei euch noch gar nicht. Online, ja? So, Leute, jetzt seht ihr gleich mal, wie das aussieht, wenn man stirbt. Okay, dieser Regenbogen, wie ihr seht, der führt euch dann zum Grab. Ich hab alles, super. Machen wir dann so auch In-Game-Events und unsere Charaktere heiraten und dann... Was? Wir können was? Gerne heiraten, so wenn du möchtest. Backstories und... Lukas und Masat heiraten. Wir gründen, ich will das Kind sein. Ich will der Hund sein. Oh, ja. Du bist auf Hund, ich bin Hund. Ja, wir können ja beide Warte, ich dachte, wir heiraten. Wir können ja beide Hunde sein und heiraten. Ja, wir können auch beide Hunde sein. Ein bisschen Puppyplay hat noch niemand gemacht. Wow. Wenn wir Hunde sind und heiraten, dann müssen wir auch rammeln wie Hunde. Wow. Und dann entstehen die Kinder. Okay. Eine richtige Furry-Vereinigung hier. Alter, was geht denn bei Mazat ab? Guckt euch das an. Stunning. Gorgeous. Hot Mama. Jetzt ist sie Kim Possible. Ich sag euch jetzt einfach, was mein Thema wird, okay? Mein Thema für den Server wird Halloween. Ich werde nur Hexenhäuser bauen, Pumpkinhäuser bauen, Spooky Houses bauen, Haunted Houses bauen. Ich werde alles rund um Halloween bauen. Das wird mein Thema für den Server, okay? Spooky Season und Herbst, das wird meins. Oh mein Gott, ich habe ganz viele Pumpkins gefunden. Oh, das wird so helfen. 20 Minuten später. Leute, ich bin so lost. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ach, Timmet! Ich hab jetzt wegen dir schon 5 Löcher hier oder so. Da kommt noch einer hinter dir. Wie findest du mein Haus von innen? Komm, abwart. Von innen? Geh mal rein. Scheiße, was? Wieso geht das nicht? Ich bin da nicht. Denkst du, ich bin dumm? Wie hast du es gemacht? Ja, geh rein. Einfach gehen. So ein kleiner Dummi, ist das lustig. Scheiße. Nein, jetzt ist mir das auch passiert. So sehe ich übrigens aus. Lächel mal an die Kamera. Ausgelootet. Was ist denn jetzt? What is happening? Wo ist die Kamera? Ich sehe sie nicht. Hier ist eine Hexe. Oh mein Gott. Weg. Jesus Christ. Oh mein Gott, habe ich euch meinen Hexenwitz schon mal erzählt? Geht die Frau zu ihrem Mann, sagt, oh... Mein Rücken tut weh. Oh, ich glaube, ich habe einen Hexenschuss, sagt der Mann. Nee, das kann nicht sein. Die schießen nicht auf ihre eigenen Leute. Oh. Ich glaube, den kannte ich sogar. Und Lumi kennt ihn nicht nur. Lumi hat mitgewirkt. Okay, wow, what the fuck? So wie du gerade gelacht hast. Oh mein Gott! Ja, ich wollte eine Hexenlache.
aus Timmits Haus kommt einfach nur, da kommen die Tränen raus. Das Haus ist so traurig, dass es so hässlich ist, dass es heult. Ich bin der Pumpkin Man, Leute. Ich bin der Pumpkin Man. Ich bin der Pumpkin Mann, der alles kann. Wenn ihr ganz kurz alle fürs YouTube-Video mitmachen. Hey Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ja, aber dann müssen wir uns so vor die Kamera stellen, oder nicht? Nee, ich wollte nur eure Stimmen haben. Hallo Freunde, yo, ich bin willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Yeah. Heute meine hier. Erlaubt, Cola zu trinken. Mit Feister Lumi, Maluna, Mango, Timit und Timorus. Granit, das brauche ich. Oh mein Gott, hier geht's so tief runter. Weiß ich nicht. Ist das krass. Weil es nicht in den Hotkeys aufgelistet ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da geht so tief runter. Nostrix hat keine Keybinds und was mache ich dann? Ja, ich glaube, du musst das irgendwie so. Ich habe gerade gegoogelt. Du musst das da irgendwie so mit den richtigen. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Bitte ruhig bleiben. Du musst das selber zusammencraften. Mann! Wo ist Lumi? What the fuck is this? Ja, ist echt. Wo ist Lumi? Weißt du, hast du irgendwie einen riesigen Golem mit so richtig dicken Oberarmen gebaut? Wenn du bei einem Dorf bist, jedes Dorf hat Golems als Beschützer. Nein, das ist bei Feister. Das sieht aus wie ein richtig fetter Golem mit auch einem richtig fetten Gehänge. Kann sein, dass er eine Eisenfarm baut. Oh Mann, ich bin muted. Nee, das ist ein Baum. Oh. Lol. You sure? Ja. Aber wo ist Lumi? Hä? Nee, lauf her, komm. Das sieht halt wirklich aus wie so, hier. So ein Typ, der so richtig breit bei so richtig mit den Armen. Warte, ich will's aussehen. Wir kommen. Mein Gott, ist das wirklich. Was ist denn das jetzt? Aua. Was ist jetzt aus der Höhle geworden? Ja, warte mal. Sorry, ich wurde abgelenkt. Ich muss alles mal gucken. Zeig mal den geilen Hänge. Komm mal hier mit. Komm mal hier. Ja. Hier drüben. Und jetzt guck mal da hin. Und jetzt. Da sind so die Beine, da sind so die Arme, der steht so. Wieso? Wir sehen nicht, wenn du so ja, machst. Ja, ich weiß, ich sehe es nicht, aber der steht so. Ihr kleinen Hater. Hä? Ich weiß, es ist doch einfach nur. Was? Also ein bisschen check ich es, aber auch so ein bisschen gar nicht. Hast du heute wieder Spezi getrunken, Lumi? Ich habe auch gestern gerade Spezi getrunken. Lumi, du bist angegriffen. Lumi, du bist angegriffen. Komm, hört ihr doch. Aua. Warum stehst du da neben und sagst, Lumi, du hast eingegriffen, du hast so ein Schwert in der Hand. Ich hab ihn. Ich hab dich gerettet. Ja, okay. Danke, Tim, mein Held. Ja. Wenn ihr mal in Gefahr seid, keine Sorge, Leute, Tim wird euch helfen, nachdem er euch erstmal fünf sagt. Oh, dein Bein ist gebrochen. Oh mein Gott. Oh, Lumi. Oh mein Gott. Ja. Lass doch jetzt in der Höhle. Okay, let's go. Wo seid ihr denn? Ey, nein. Alter, Lumi. Das geht so nicht. Lumi, nein. Oh nein, ich glaube, die Höhle, die ich gespeichert habe, ist so ganz anders. Nee, das ist, glaube ich, die, in der Bart war. Wir sind doch nicht im Kreis gefahren, oder? Oh, das wäre jetzt einfach eine halbe Stunde gewastet. Scheiße. Das hat doch Spaß gemacht. Das ist doch eine lustige Geschichte auch. Erfahrung gesammelt. Wir haben eine Höhle gesucht und auf einmal sind wir im Kreis gelaufen. Ich bin, oh mein Gott, warum stream ich nicht? Wo bist du? Ich hab mich hochgebuddelt, ich bin in meinem Haus drin. Nein. No way. Erzähl keinen Scheiß. Ne, vor allem, ich hab mich halt quer hochgebuddelt, ne, nicht ganz gerade hoch. Oh, ich bin endlich, ich seh Licht. Ja, ich seh dich sogar, Tim. Guck mal, ich seh dich. Nein. Bin ich raus? Du bist so eine Lackersau. Also ich bin immer noch dabei, quasi Rohstoffe zu sammeln für mein Haus, was ich bauen will. Ich will hier so ein Pumpkin-Haus bauen. Ich habe gleich einen Rucksack. Ich glaube, ich weine, wenn ich einen Rucksack aufsetze. Okay, jetzt ist der Moment. Ich crafte meinen allerersten Rucksack. Nice, Tim. Oh, ist das schön. Ich habe einen Rucksack auf. Guckt euch an, wie süß das ist. Ich hab den Rucksack auf. Wie süß ist das? Wie süß ist das? Yippie! Ist das geil? Ist das geil? It wasn't even geil. Auf B kann ich den Rucksack öffnen und man kann in den Rucksack hier auch Wasser machen und sowas. Ich zeig euch das mal. Das ist so geil. Pass auf, ich mach jetzt das voller Wasser und dann öffne ich den Rucksack. Guckt euch das an. Ich habe jetzt Wasser im Rucksack und jetzt guckt euch das an. Das wird hier sogar angezeigt, das Wasser im Rucksack. Ah, ich hab's. Dark Oak. Nice, super. Ich glaube, ich habe langsam alles, was ich für mein Haus brauche und kann langsam anfangen. Das ist ja so toll. Endlich das erste Haus bauen. Und Timmy, das
vor die Nase halten, dass ich ein schickeres Haus habe. Denn darum geht's. Denn darum geht's, der kompetitive Vergleich mit Freunden. 3, 3, 4, 5. Ich baue ein Fundbüro und dann bin ich immer der auf die Suche nach Verstärkung. Ey, das wäre legit geil. Da hätte ich richtig Bock drauf. Ich mache das so gerne gerade. Was machst du? Das, ja. Ja, ich mache Fundbüro auf. Immer wenn ihr sterbt, könnt ihr einen Schlüssel zu mir bringen und dann besorge ich euch die Sachen wieder. Das war ja letztes Mal. Das ist ja übel geil. Auch so, dass ich ja eine Bäckerei gebaut habe, wo man sich dann Essen holen konnte. Yo, das war auch cool. Mach das, das ist eine richtig geile Idee. Danke. Gerne. Oh mein Gott, aber du musst, wenn du ein Fundbüro machst, such dir mal, oh, bau dir so richtig geiles, oh, ich finde die Idee so geil. Du musst dann irgendwas aber traden, würde ich feiern, wenn wir dir was geben müssen dafür. Weil das ist irgendwie, Seele. Ich finde, das wird so eine Motivation irgendwie geben. Okay, ey, ich möchte, dass Bart was macht, ich gebe ihm jetzt das dafür, so, weißt du? Ja, ja, so kapitalismusmäßig. Richtig. Nein, töte mich nicht. Oh mein Gott, ich bin... Oh, scheiße. Willst du, dass ich auf die Suche gehe? Bart hat dein Ding auf, zufällig. 1, 2, 3. Hier wieder 2. Jetzt brauche ich orangenen Concrete. Geil, ey. Kennst du Totems? Hm? Wo? Ja, es gibt so Totem der Unsterblichkeit im Game. Mhm. Dann nimmst du das in die Hand und wenn du sterben würdest, dann lebst du einfach weiter. Warum bin ich jetzt bei der Frage getargetet? Wir wurden schon gefragt. Also? Wir haben schon gefragt worden. Aber ich glaube, bei dir ist die Frage auch nochmal ein bisschen wertvoller. Ich habe vorhin die ganze Schatzhöhle mit einem Ender gemacht. Ohne Rüstung. Ja, aber du bist gegen eine Cave-Spider auf der Schwierigkeit easy gestorben. Oh, nein, töte mich nicht. Oh mein Gott, ich bin... Oh, scheiße. Weißt du, geht direkt auf die ganze Familie, Alter. Ist das krass. Heute Streamziel wird es, mein Pumpkin-Haus zu vervollständigen. Guck mal hier oben rechts, wenn du... Hä? Wer ist das? Lumi. Das ist Lumi. Ja, wir können mal hingehen, wenn du möchtest. Ja. Die hat nämlich gestern Abend noch bis 5 Uhr morgens gespielt. Nein! Doch. Lumi, du musst schlafen. Oh. Er hat mittlerweile ein Dach über ihrem Kopf. Warte, sie hat ein Kamel? Ja, das hat sie von... Beister, crazy. Ah, ich brenne. Mir geht's gut. So, wir bauen dann mal weiter. Ich glaube, heute packen wir es. Ich mache gerade von meinem Kürbis den Kürbisstamm, wenn man das so nennen kann. Ich präsentiere euch den Stamm von meinem Haus da oben. Oh, Maluna ist drowned. Wenn ihr jetzt bei einem Genie einen Wunsch frei hättet, was würdet ihr euch wünschen? Boah, geile Frage. In Real Life oder Minecraft? Jetzt in Real Life. Also ich würde gerne vorlegen, ich würde mir wünschen, dass der Genie 40 Jahre lang jeden Tag für 8 Stunden arbeiten geht. Auf Mindestlohnbasis. Ich würde den richtig f***en. Ich würde den richtig nehmen. Der hat so ein scheiß Leben. Warum? Er kann dir Wünsche erfüllen und du willst ihn f***en. Ja, aber Bruder, keine Ahnung, ist nur so ein Wunsch und ich bin wunschlos glücklich, weißt du. Und dann soll der mal ein bisschen zaffern. What the hell? Ich würde mir so, keine Ahnung, 10 Millionen Euro wünschen oder so oder mehr. Ich würde mir wünschen, dass ich alles essen könnte und trotzdem nicht zunehme. Oh, das wäre auch geil. Oh mein Gott. Oh, ich glaube, ich würde mir wirklich so unendlich Money Glitch wünschen, so Motherload, weil dann kann ich den ganzen Tag einfach machen, was ich will. Ich glaube, du kannst halt auch, wenn du unendlich Geld hast, so gut wie alles andere, die einfach kaufen. So. Richtig. Ozempic. Ozempic. Kannst du dir Freundschaft und Glück kaufen? Ja, mit dem richtigen Geld. Cool. Ja, aber ich bin ja kein anderer Mensch, nur weil ich mir was vom Genie wünsche. Das kriege ich auch so hin. Ja, das stimmt. Ich will mir so ein GTA-Mod-Menü einfach wünschen, IRL. Unendlich ja. Gesundheit wäre auch geil, weil Gesundheit kann man sich nicht kaufen. Doch schon. Nee, aber ich sag, manche brauchen nur diese Krankentage. Irgendwo, oder? Also, wenn du Pech hast, hast du Pech. So. True. Das ja, ich glaube, ich würde Geld zurücknehmen und unendlich Gesundheit, weil das ist OP. Unsterblichkeit, ja, das wäre ein Banger. Ja, Unsterblichkeit ist immer wieder dieses Endszenario, das halt jeder kennt, so was ist, wenn du dann durchs Weltraum treibst. Ne? Ja, das ist... Also ich möchte für immer mit Lukas zusammen sein und nicht sterben. Oh, das sind zwei Wünsche, das geht nicht. Das geht nicht. Entscheid dich für eins. Entscheid dich für eins jetzt. So, wenn es auch ist. Ich will ja nicht die Regeln jetzt. Ist das geil? Aber das Problem ist auch, wenn du dir wünschen willst, dass du für immer mit Lukas zusammen bist und nie stirbst, stirbt Lukas irgendwann und du musst dann permanent. Nee, weil ich ja mit ihm. Oh, Ja. Also, wäre nicht schlimm.
Wenn nicht schlimm, ich würde dich immer noch lieben, wenn du eine Leiche wärst. Also gerne lebendig. Ja. Wenn du drei Wünsche hättest, dann wäre das Sterblichkeit für dich und Sterblichkeit für Lukas und dass ihr immer zusammen bleibt. Genau. Okay, mein zweiter Wunsch wäre dann Prime Fortnite nochmal erleben. Wow, Alter. Weißt du, hast die besten Wünsche, Alter. Aber nochmal wieder? Für einen Monat nur. Nee, für eine Woche nochmal wieder. Das erste Mal Pokémon Diamant spielen, als es rauskam, holy shit, würde ich auch. Das ist unbezahlbar, das Gefühl. Not today. Not tomorrow. Today is gonna be the day, the day. They're gonna throw it back to you. Oh. By now. LOL! Als ob wir beide auch sagen danach. Ja. Was zum Teufel, eine Gehirnzelle. Wie versex ich Pflanzen? Wie für was? Wie versex ich Pflanzen? Also, dass die mehr werden? Der Knochenmehl? Aber falls man dem das geht, nur mit Pflanzen, die zwei Blöcke hoch sind, alle anderen musst du farmen. Oh no. Wen will ich versexen? Ich will Pflanzen versexen, damit die mehr werden. Die sollen sich ja vermehren, genau. Ja, aber ihr wusstet doch direkt, was gemeint ist. Auch wenn jetzt versexen nicht das richtige Wort war, ihr wusstet doch direkt Bescheid, ihr Schweine. 1, 2, 3, 4, 5. So. Meint ihr, das ist schon präsentierwürdig? Ich weiß es nicht. Gehen wir mal ein bisschen weiter weg, dass wir uns von der Ferne das mal angucken können. Geiles Haus. Oh mein Gott. Cute. It's a pumpkin house. Was hat? Jetzt schon. Bevor du gehst, kannst du noch mal mein Haus angucken, was fast fertig ist. Ja, hast du dir das komplett selbst ausgedacht? Nein. Ich habe so eine Playlist mit Pumpkin-Bild. Yeah. Und ich will so die ganze Insel voller Halloween-Theme-Sachen machen. Ja, süß. Also innen ist noch nicht fertig, das muss ich nur noch machen. Aber richtig cute. Ich habe schon einen Schornstein gebaut. Ich liebe es, bei so Tutorials sieht man, dann kriegt man immer neue Ideen irgendwie auch. Ja. Die Leute sind so kreativ, wirklich, das ist krass, was die aus den Blöcken machen. Ich hatte auch erst überlegt, als du so erzählt hast von deiner Challenge, so, dass du mal selber machen willst. Ich glaube, ich werde versuchen, so ein paar Häuser mit den Tutorials zu bauen und das letzte irgendwie dann mal so mit dem, was ich gelernt habe. Auf ein eigenes Pumpkin-Haus. Genau, so habe ich das auf dem Server letztes Jahr gemacht, glaube ich. Die Tutorials sieht man auch mal, was so alles möglich ist, so zum Anfang, ne? Ich finde das, das Einzige, was bei Tutorials, ich habe 100 Tutorials gebaut, aber das Einzige, was da super interessant ist, sind die Blockpaletten, die Leute benutzen. Ja. Das glaube ich dann meistens. Weil das sind dann genau. Sachen, die ich halt einfach nie so gecheckt hätte. Die Farbkombination und sowas und so Ideen, ja, finde ich auch immer. Sehr neu. Look at it, it's so cute, it is so nice, it's so cute und nice. Jetzt gehen wir mal hin, ich zeige euch einmal außen, wie es aussieht. Hier, Außenbereich, Pumpkins. Hier, Blumentopf mit Pilzen. Es ist einfach nur schön, Lichter, Karotten, ne Blume. Hier geht's rein. Hier ist ganz viel Storage, ganz, ganz viel Storage. Stonecutter, hier sind noch Pflanzen, mehr Storage, hier geht's hoch. Hier ist mein Bettchen, in das ich mich nicht legen kann, weil es nicht dunkel ist. Ich lieb's. Yeah! Der erste Teil von meiner Halloween-Insel ist fertig, Leute. Und es wird jetzt nur noch mehr kommen. Ihr könnt richtig gespannt sein auf die nächsten Tage des Gang & Friends Servers. Es wird so geil. Ich freue mich so, dass wir spielen alle zusammen. Es ist so geil.